Schwerpunkt. Es begann mit Verabschiedungen heute Abend auf dem Hartturm. Schiedsrichter Kurt Rötlisberger aus Sur beschloss heute seine glanzvolle Schiedsrichterkarriere. GC-Captain Marcel Koller beendete seine nicht minder brillante Karriere als Aktiver mit insgesamt 8 Meistertiteln und 4 Cup-Siegen. Das ist Nachkriegsrekord. Er, Ramon Vega, wurde nicht verabschiedet. Die 2 Millionen Franken, die der Hamburg SV bot, waren GC zu wenig. Vega bleibt also bei den Grasshoppers. Und schließlich noch eine Ehrung für einen, der ebenfalls bleiben soll, Kubilay Türkilmaz. Er erhielt den Pokal als Fußballer der Saison gewählt von seinen Berufskollegen. Es ging, wie schon erwähnt, also nur in Anführungszeichen noch um die Ehre heute Abend. Die Voraussetzungen für ein spektakuläres Spiel waren eigentlich gegeben und die Grasshoppers versuchten dem sofort Genüge zu tun. Gemperles Flanke, Gormaböffs Intervention, Abdullahs Direktabnahme und Rothenbühler schottisch, sagte man dem in meiner Jugendzeit. Dem setzte Xamax in der 14. Minute diese Aktion von Wittel entgegen. Nur 5400 Zuschauer im Hartturm, sonst hätte es hier sicher lauter O und A getönt. 2 Minuten später, Genre zu Wittel. Und das 1:0 für Xamax. In der Zeitlupe wird man erkennen, dass Vega den Ball noch ablenkte, unerreichbar trotz größten Bemühungen für Pascal Zuberbühler. Dieser Treffer kaufte den Grasshoppers irgendwie den Schneid ab, wie auch Trainer Christian Groß feststellen musste. Und eine Einzelaktion von Türkilmaz war bis zur 27. Minute das Einzige, das die GC-Fans zu erfreuen vermochte. Türkilmaz versetzte hier 2 Gegner. Erst Rueda vermochte ihn dann zu stoppen. Nochmals Türkilmaz. Doch Goli Gormaböff sammelte im Fernduell mit Zuberbühler um ein eventuelles EM-Ticket fleißig Punkte. Und gleich nochmals Türkilmaz. Er ist auch als Vorbereiter Spitze und brachte als einziger Hopper etwas Stimmung in den Laden. Nach Ablauf einer halben Stunde Rueda, Wittel, Kunz. Und das 2:0 für Xamax durch Adrian Kunz. Die GC-Abwehr, die in 13 Finalrundenspielen nur 4-mal bezwungen worden war, kassierte hier also innerhalb von etwas mehr als 30 Minuten bereits den 2. Gegentreffer. Einwurf durch Bernd Haas, den jungen GC-Außenverteidiger. Erzeg, Vega, das 1:2, 5 Minuten vor der Pause. Christian Groß schon etwas zufrieden. Und die erste Halbzeit war noch nicht vorbei. Türkilmaz, Erzeg und die Latte verhinderte den Ausgleich. Dann nochmals die Neuenburger. Adrian Kunz und tatsächlich das 1:3 in der 42. Minute. Wir lieben Tore, aber irgendwie sah das alles ein bisschen nach Keraus-Fußball aus. Pausenstand, Gress 3, Groß 1, nur ein Buchstabe, aber 2 Tore Unterschied. Zweite Halbzeit, Rueda, Gormaböff, fürchterlicher Fehler, Erzeg, 2:3 schon nach wenigen Sekunden,
Es herrschte weiterhin je nach Anschauung positiv Spektakel oder negativ eben Kehrausstimmung. 55. Minute. Türkilmaz, der Ausgleich zum 3:3. Schön nicht nur Türkilmaz Treffer, sondern auch das Zuspiel von Smiljanić. Minute, Kemperle setzte sich durch, Zusammenspiel mit Vogel, wieder Harald Kemperle, an sich Außenverteidiger und sie sahen es. Wieder ein Schuss an die Turmrandung. Weiterhin 3:3. 73. Minute. Herzeg. Kormaböf. Türkilmaz. Und dann doch nicht das Führungstor. Immer noch unentschieden. Türkilmaz. Vogel. Herzeg, die Laschheit seiner Abwehr haute Gilbert Gress fast vom Sockel. Doch dann war das Spiel, war die Saison zu Ende. Mit diesem 3:3 blieben die Grasshoppers in der Finalrunde ungeschlagen und durften den Meisterpokal ohne jeglichen Wermutstropfen entgegennehmen. Die Ehrenrunde neu mit allen Schweizer Kantonalwappen. Und Trainer Christian Gross natürlich zufrieden, vor allem mit der zweiten Halbzeit. Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, sie müssen alles machen, dass der Marcel Koller zu einem positiven Abschluss kommt von seiner super Karriere, die er als Spieler hinter sich hat. Das hat, das sind Spieler ihm schuldig gewesen und sie haben einmal alles gegeben, nicht zuletzt auch für den Marcel. Und für alle die, die es noch immer nicht wissen, sagt es Harald Kemperle nochmals. Wie Torschützen können.